So, meine Freunde, neues Video. Anfangen tue ich jetzt erstmal mit dem Auto hier. Dann muss ich erstmal von Winter auf Sommer wechseln. Naja, noch ist fröstlich morgens, aber das Problem ist, TÜV hat gesagt nein. Computer sagt nein. Weil hier müssten eigentlich 185er drauf, da ist 195er drauf. Keine Ahnung, aber Kompressor und hier Schlagschrauber ist auch am Start. Ja, da schnell gewechselt die Viecher hier. So, jetzt nochmal diese Dinger hier runter. Schlagschrauber. 3, 4, 5. Ups. Jetzt platt gemacht. Oh Mann. Ach nee. No, God, please, no! No! Ja, das ist so. 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 Runter. Wichtig ist auch immer so ein Holzklotz runterlegen, damit der Schweller nicht eingedrückt wird. Wie sich das Holz hier eindrückt. Lieber, dass das Holz sich eindrückt, als wie der Schweller, ne? Ja, schnell heute. Ich glaube, ich kann bei der Formel 1 anfangen. Eine Ewigkeit später. ...2000 Jahre später. Ach, Digga, warum geht das hier nicht rein? Ah. Jalla. Jetzt hatte ich schon. Ich brauche einen anderen Wagenheber. Vor allem brauche ich eine Scheißhalle oder eine Werkstatt oder irgendwas. Kein Bock mehr hier auf dem Boden rumzukraucheln, ey. So, jetzt ist er oben. So. 120 Newton mit. So, das war jetzt der erste Akt. Ja, gucken, was ich sonst noch so machen kann. Ein paar Sachen habe ich noch. Bis gleich. So, meine Freunde. Diesmal Golf 4. Den geilen 1.4er 75 PS Motor. Das war das Lager hier ausgeschlagen. Das wechseln wir, das Motorlager. Das auch. Und unten das. Man kann einfach vorgehen, indem man unten unterm Auto ja, am Getriebe ein bisschen stützt. Muss halt darauf achten, dass der Wagenheber hier wirklich der wackelt noch ein bisschen.
Ja, würde ich ihn jetzt gar nicht machen. Vielleicht eher noch einen Tick runter, damit er das ganze Auto nicht anhängt. Macht da keinen Druck drauf. So, dann mache ich noch was unter die Ölwanne gleich, damit der Motor mir wirklich nicht runterkommt, ne? Und dann können wir das Motorlager schon lose schrauben. Erstmal müssen wir diese Kappen hier abmachen. Da muss eingeklickt werden, dann die Kappe raus. Und dahinter verbirgt sich auch noch eine Schraube. So, ja, dann wollen wir mal losstarten, wa? So, my friends. Erstes Lager ist drinnen, halt mit Newtonmeter auch anziehen, ne? Und wichtig ist unten drunter, halt hier, das ist meine Konstruktion, ein Wagenheber. Weil dann könnt ihr den Motor, runtersenken und wieder hoch machen, weil sonst kriegt ihr das Lager nicht raus. Ich zeige euch das mal. Hier seht ihr das, diese Vertiefung hier, die kommt nicht über das, über den, wie sagt man das? Ja, die kommt da über das Getriebe hier nicht drüber, weil das hier ein bisschen dicker ist. Das funktioniert nicht. So, jetzt müssen wir noch die Klammern hier rausmachen. 1, 2. Dann kommt das Plastik da wieder rein und dann ist diese Nummer hier schon durch. So, ich habe mich jetzt umentschieden. Ich mache erstmal das Lager. Das heißt, den hier muss man lose machen. Da ist da eine Imbusschraube. Mal dieses Luftgeschlängel, den hier auch lose ein bisschen, damit man dran vorbeikommt. Dann sind da drunter noch Schrauben. Und jetzt halt diese beiden, da links und rechts, vom Lager auch. Und dann sollten wir das eigentlich hier rauskriegen. Ja, versuche jetzt mal mein Glück. Wie gesagt, unten drunter ist auch mit so einem fetten Holzklotz plus Wagenheber abgestützt. Das müsst ihr auf jeden Fall machen, nicht dass euch der Motor irgendwie runterkommt. Und dann passt das auf jeden Fall. Ich schraube jetzt das mal ab. Und noch ein Tipp von mir. Wenn ihr unten alles festgemacht habt, dreht die Schraube, wenn die Schraube muss dann ja hochkommen. Wenn die nicht hochgeht, die Schraube, sondern der Motor nur, wie soll ich sagen, wenn die Schraube trotzdem hier dran kleben bleibt und der Motor runtersackt, dann ist das noch nicht perfekt abgestützt. Dann müsst ihr noch besser abstützen. Daran seht ihr das. Wenn ihr dreht und die Schraube kommt raus und nicht der Motor runter, dann ist es perfekt. So muss das sein. Ich probiere das jetzt mal und schauen wir mal weiter. So, my friends, jetzt ist schon ein bisschen dunkel geworden. Jetzt lösen wir die Drehmomentstütze da, dass es da hinten hingeht. Da auch wieder gestützt mit einem Balken. Da gestützt mit einem Wagenheber. Macht das, nicht dass euch die Scheiße auf den Kopf fällt oder so. Das sind im Prinzip 4 Schrauben, die noch raus müssen. Da kann sein, dass der Motor ein bisschen runterkippelt, aber das kriegt man mit dem Wagenheber wieder gerichtet und dann. So, wie man sehen kann, ist da hinten die Drehmomentstütze wieder drinnen. Jetzt sieht man es. Da ist die neue. Da ist die alte. So, jetzt schwingen wir uns mal ins Auto und dann machen wir mal eine Probefahrt. So, meine Freunde, jetzt checken wir das mal ab hier, ob sich der Schalter noch jetzt normal fällt. Mal ein bisschen Handbremse ziehen. Ersten Gang rein. Guckt euch das an, wie schön er stehen bleibt. Der Motor wackelt nicht mehr. Jetzt beim Anfahren. Boah. Davor hat er immer so ein bisschen hin und her gesprungen. Das ist jetzt weg. Ja. Fühlt sich auf jeden Fall wieder gut an. Ja, es scheint jetzt alles geglückt zu haben, alles funktioniert wieder, Motor wackelt nicht mehr, ich glaube die komischen Geräusche, die das Auto gemacht hat, ist jetzt auch weg. Läuft, würde ich sagen, jetzt noch aufräumen, dann ist der Tag auch schon ziemlich bald um und dann, ja, dann alles wieder geschafft für heute, bis zum nächsten Video.